Ja, zwei Dinge sind mir da in Erinnerung geblieben jetzt aus dem Interview, nämlich einmal die Autofom-Fee, die offensichtlich Wünsche erfüllt. Ich hoffe, dass das tatsächlich auch eintreten kann. Und natürlich auch das Ben & Jerry's, das zeitgleich mit mir zu Hause ist, fasziniert mich nach wie vor. Also da freue ich mich auf jeden Fall auf weitere Kampagnen. Ich habe einen kleinen Hinweis jetzt noch mitgebracht, und zwar können Sie natürlich auch Fragen stellen in den Chat, und wir werden diese Fragen dann im Nachgang alle beantworten. Also fleißig reinschreiben, fleißig nachfragen, fleißig auch Kommentare geben, und dann werden wir diese Dinge dann auch beantworten. Nicht sofort danach, aber dann entweder in Direktaufnahme oder dann auch über unsere Kundenberater. Kommen wir zum nächsten Thema. Wie geht das denn nun eigentlich mit der Planung ganz genau? Ist das denn nun so fürchterlich kompliziert oder kriegt man das dann auch irgendwie einigermaßen smart hin? Darum haben wir uns gekümmert, und vor allem meine Kollegin Hanna Ebsen, die wirklich Spezialistin im Bereich Autofom ist. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, darüber zu berichten. Ich glaube, es ist für alle ganz spannend, mal ein paar Insights zu bekommen, wie das wirklich geht. Und deswegen, your stage, viel Spaß dabei. Wie machen wir Autofom in der Planung einfach? Vielen Dank. Ja, ich bin Hanna Ebsen. Ich bin Senior Media Managerin für digitale Out-of-Home-Kampagnen, sowohl klassisch gebuchte Kampagnen als auch programmatisch gebuchte Kampagnen, und betreue seit über 5 Jahren große und kleine Kunden von Bayerischer JVB, zum Beispiel auch Unilever. Und ja, DOOH ist ein großes Thema. Udo hat es schon angesprochen. Spätestens seit viele Flächen auch programmatisch angebunden sind, ist das Thema in aller Munde. Aber das macht das Ganze natürlich auch nicht einfacher und übersichtlicher. Und deswegen ja, schauen wir heute nochmal auf die Basics. Was sind Vorteile von DOOH und was sollte man wissen, wenn man eine DOOH-Kampagne buchen möchte? Genau. Wir steigen ein in die Vorteile, und der erste Punkt ist einer, den wir mit Out-of-Home klassisch sozusagen teilen. Digital Out-of-Home kann schnell Reichweite aufbauen. Es gibt in Deutschland rund 140.000 digitale Screens an circa 49.000 Standorten, und man sieht es auf der Karte ganz gut. Circa 78% der deutschen Bevölkerung wohnen in Orten mit DOOH-Bestand. Und man muss der Fairness halber sagen, das sind überwiegend die größeren Orte, wo wir DOOH-Bestand haben. Aber es kommen eben auch laufend Inventare dazu. Relativ neu sind zum Beispiel Flächen an Spätis und Kiosken. Es gibt digitale Citylight-Poster am LEH und auch in kleineren Städten, die aufgebaut werden. Neu sind zum Beispiel die digitalen Säulen in Hamburg. Vielleicht hat sie der ein oder andere schon gesehen. Also da kommt tatsächlich auch laufend Bestand dazu. Und schon mit einer Woche Präsenz im ÖPNV auf Public Video Info Screen und Station können wir in Deutschland jeden fünften Erwachsenen 14 plus mit durchschnittlich 6 Kontakten in einer Woche erreichen. Also tatsächlich auch schon eine ganz gute Durchdringung schaffen. Ja, dann können wir mit den digitalen Out-of-Home-Flächen tatsächlich über den Tag begleiten. Die Menschen werden immer mobiler und die Menschen werden auch immer urbaner. Und genau dort können wir sie an verschiedenen Touchpoints mit den DOOH-Flächen erreichen. 24/7 quasi. Und digital Out-of-Home ist dabei ein Medium, das als sehr sympathisch und modern wahrgenommen wird, auch als unaufdringlich, weil viele Flächen eben auch zum Beispiel mit Content noch bespielt werden, News, Wetter. Das sorgt natürlich für eine höhere Akzeptanz und auch für eine höhere Aufmerksamkeit. Und so können wir die Leute mit unseren Medien wirklich auf dem Weg zur Arbeit, in den Urlaub, beim Einkaufen oder in der Freizeit begleiten. Und ich habe hier meinen kleinen Überblick, groben Überblick mitgebracht, damit man mal so einen Eindruck bekommt, wo haben wir Flächen, wie sehen die aus, welche Kanäle und Touchpoints sind das so. Und es fängt an im Shoppingbereich, in Einkaufszentren, aber auch in Elektrofachmärkten zum Beispiel. Wir haben Flächen in Bürogebäuden, im Healthcare-Bereich, zum Beispiel Wartezimmer-TV oder Apotheken-TV. Dann ganz wichtig für die Pendlerströme, die Bereiche Roadside und Transport, wo wir sowohl auf der Straße als eben auch in ÖPNV wirklich hohe Frequenzen erreichen. Und im POS-Bereich haben wir den Lebensmitteleinzelhandel oder auf der rechten Seite zum Beispiel auch den Autobahn-Channel, auch hier mit einem POS.
Und zu guter Letzt haben wir den großen Bereich Freizeiten mit Kanälen wie dem Fitnessstudio, dem Kino, Gastronomie und vielen weiteren, wo wir auch hier quasi mit unserer Botschaft die Menschen ansprechen können. Ja, ein großer Vorteil ist das Thema relevant kommunizieren. Anders als bei gedruckten Medien sind wir mit den Werbemitteln deutlich flexibler. Wir können die Werbemittel regelbasiert und auch datenbasiert ausspielen. Das ist ein großer Vorteil. Wir können zum Beispiel Warenwirtschaftssysteme anbinden an das Werbemittel, sodass zum Beispiel immer ein aktueller Preis oder eine aktuelle Verfügbarkeit zu sehen ist. Wir können in München eine andere Ansprache haben als in Hamburg. Wir können auf das Wetter Bezug nehmen, auf die Zeit. Und all das sorgt dafür, dass das Werbemittel für den Rezipienten eben einfach relevanter ist. Und das Ben & Jerry's Beispiel ist ein ganz gutes. Wer ist schneller zu Hause, du oder Ben & Jerry's? Das war damals die Headline und das passt natürlich super, wenn ich gerade im Bahnhof stehe und auf meine S-Bahn warte. Ja, und damit nehmen wir halt wirklich aktiv am Alltag der Zielgruppe teil. Ein weiterer Punkt ist die Flexibilität, sowohl im Hinblick auf, wie schnell können wir on air sein, wie schnell können wir auch Werbemittel wieder austauschen, wenn es da irgendwie Probleme gibt, als auch im Hinblick auf, wie granular können wir buchen. Wenn wir zum Beispiel eine Drive-to-Store-Kampagne machen, dann wollen wir natürlich nur dann werben, wenn der Store auch geöffnet ist. Also können wir aussteuern auf die richtigen Öffnungszeiten. Wir können aussteuern auf Aktionszeiträume, bestimmte Wochentagen, Tage, die relevant sind. Genauso örtlich, wenn wir also bestimmte Vertriebsgebiete haben, Liefergebiete haben, bestimmte Wettbewerbsstandorte zum Beispiel, auf die man gehen möchte oder eigene Standorte, dann können wir auch da eben sehr granular reingehen. Spätestens auch mit der programmatischen Buchungsweise haben wir da nochmal mehr Möglichkeiten, sehr dezidiert reinzugehen. Und spätestens auch mit der programmatischen Buchungsweise die Möglichkeit, auch auf Zielgruppen sehr genau auszusteuern. Das haben wir oder machen wir im klassischen DOOH viel über die Touchpoints oder auch über die Auswahl von zielgruppenaffinen Zeitschienen. Und im Programmatischen können wir das eben auch datenbasiert machen, nicht nur im Hinblick auf soziodemografische Merkmale, sondern auch im Hinblick auf Interessen, Kaufverhalten und diese Dinge und finden die Leute dann über Bewegungsdaten, also zum Beispiel über die Mobile Ad ID oder über Mobilfunkdaten, finden wir diese Zielgruppen dann an unseren DOOH-Standorten wieder und können die Ausspielung so versuchen zu optimieren, dass wir mit jeder Ausspielung einen besonders großen Anteil unserer Zielgruppe erreichen. Ja, was brauchen wir jetzt, um eine erfolgreiche DOOH-Kampagne zu planen? Das sind zum einen die Basics. Wir brauchen natürlich das Kampagnenziel, das angestrebt werden soll mit der Kampagne und die Zielgruppe. Wir brauchen das gewünschte Kampagnengebiet, die gewünschte Laufzeit. Dann ist ein Budget hilfreich. Ich weiß, dass das nicht immer so ganz einfach ist, wenn man sich mit dem Bereich noch nicht so auskennt. Aber wir haben wirklich DOOH-Kampagnen von 5.000 Euro bis 500.000 Euro. Also die Spanne ist sehr groß. Da hilft es natürlich für unsere Empfehlung, wenn man einen gewissen Budgetrahmen hat. Und dann brauchen wir einen Spot, beziehungsweise eigentlich brauchen wir nicht mal das. Es gibt im Straßenbereich sowieso Einschränkungen. Also da müssen wir ein bisschen Rücksicht auf den Verkehr nehmen. Da darf dann in vielen Fällen sowieso nur ein Standbild gespielt werden. Das heißt, auch wenn nur ein Standbild vorliegt, können wir eigentlich auch schon eine Digitalkampagne darauf planen. Ja, und die Stellschrauben, an denen wir in der Planung dann drehen, um die optimale Kampagne sozusagen zu formen, sind zum einen die Auswahl der passenden Medien und Anbieter, auch im Hinblick auf Konditionen zum Beispiel. Wir selektieren Netze bei eher größeren Kampagnen oder wenn es eben sehr granular sein soll, eben auch die einzelnen Flächen. Wir optimieren die Belegungszeiten, also zum Beispiel auf besonders frequenzstarke Zeiten oder auf besonders zielgruppenaffine Zeiten. Wir wählen die passende Spotlänge und da ist es gut zu wissen an der Stelle, dass bei vielen Anbietern die Spotlänge zusammenhängt mit dem Preis. Deswegen ist es auch ein Problem, wenn wir
quasi auf einem 10-Sekunden-Spot planen und am Ende wird dann 9 Sekunden angeliefert oder ein 11 Sekunden, dann hat das Einfluss, also dann verändert das die Kosten sozusagen. Das ist also nochmal wichtig zu wissen. Und man muss sich auch vor Augen halten, dass dann ein 20-Sekunden-Spot zum Beispiel doppelt so viel kostet wie ein 10-Sekunden-Spot. Also das nochmal als Hinweis, das ist bei einigen Anbietern der Fall. Dann ist wichtig die Frequenz. Wir unterscheiden zwischen Wartemedien und Passagemedien. Wartemedien wäre sowas wie Wartezimmer-TV oder am Flughafen Gate-TV zum Beispiel. Also Medien, wo die Leute sich länger vor aufhalten. Auch Infoscreen ist ein gutes Beispiel, wo die Leute auf die Bahn warten und im Zweifel da ein bisschen länger stehen. Da kann die Frequenz dann etwas niedriger sein, weil wir wissen, dass wir die Leute trotzdem einmal angesprochen bekommen. Und auch der Spot kann im Zweifel ein bisschen länger ausfallen, wenn man zum Beispiel ein erklärungsbedürftiges Produkt hat. Passagemedien sind dagegen sowas wie Station Video zum Beispiel. Die Leute steigen aus der Bahn aus und gehen dann nur an dem Screen vorbei und verlassen den Bahnhof. Das heißt, hier muss der Spot eher etwas kürzer sein und die Frequenz eher etwas höher, damit wir sicher gehen, dass wir die Leute einmal erwischen in dem Moment, wo sie eben an diesem Touchpoint sind. Genau, dann haben wir noch eine Sache mitgebracht, die im DOH ein bisschen speziell ist, und zwar der Unterschied zwischen Werbeträgerkontakt und Werbemittelkontakt. Wir haben auf der linken Seite ein Plakat, da ist die Plakatwand der Werbeträger und das Plakat das Werbemittel. Jeder, der die Plakatwand sieht, sieht automatisch auch das Plakat, das darauf klebt. Das ist im DOH-Bereich aber nicht so, weil jemand, der den Screen sieht, sieht nicht automatisch auch den Werbespot von unserem Kunden, weil da ja eben auch noch andere Spots laufen oder eben Nachrichten oder Wetter oder Ähnliches. Das heißt, die Werbemittelkontakte fallen in vielen Fällen niedriger aus als die Werbeträgerkontakte. Und deswegen versuchen wir einheitlich in unseren Angeboten unseren Kunden natürlich die Werbemittelkontakte als Einheit mitzugeben, weil das natürlich für den Kunden dann die relevantere Währung ist. Genau. Dann, das ist für Kunden natürlich auch immer ein wichtiger Punkt, wie soll denn jetzt eigentlich der DOH-Spot im Optimalfall aussehen? Und da haben wir mal so ein bisschen ein paar Punkte mitgebracht, an denen man sich langhangeln kann. Wichtigster Punkt, der Absender, das ist klar. Da muss man sich ein bisschen vor Augen halten. Die Leute steigen halt flexibel in den Spot ein oder aus. Das heißt, wenn das Logo oder die Marke erst am Ende des Spots eingeblendet wird, dann kann es sein, dass einige Leute das gar nicht mitbekommen. Das heißt, unsere Empfehlung wäre, das Logo und den Absender eigentlich dauerhaft im Spot irgendwo einzublenden. Dann müssen wir uns auch hier auf eine klare Botschaft fokussieren. Die Leute bleiben selten vor einem Screen stehen, um sich in Ruhe die Werbung anzugucken. Das heißt, die Botschaft muss relativ kompakt und schnell rüberkommen. Wir haben im Normalfall einen Bewegtbildspot und das sollten wir nutzen. Das heißt, die Empfehlung ist, eine Dynamik einzubauen, weil alles, was sich bewegt, da guckt man auch hin. Und diese Aufmerksamkeit sollten wir dann sozusagen nutzen. Ja, ein Punkt, den hatten wir schon angesprochen, Kontext und Relevanz. Also wirklich auch mehrere Werbemittel gerne bauen. Morgens andere Ansprache als abends. Wir haben inzwischen auch die Möglichkeit, über Dynamic Content Optimization und über Dynamic Videos auch automatisiert einen Basisspot zu vervielfältigen. Das heißt, es muss jetzt gar nicht mehr die Kreativagentur unbedingt 20 verschiedene Spots erstellen, sondern auch das können wir inzwischen automatisieren, Headlines austauschen, Produktshots austauschen und so weiter, um wirklich da diesen Hebel zu nutzen in der Werbewirkung. Ja, das ist jetzt eher eine generische Empfehlung, eine einheitliche Farb- und Bildsprache. Das hilft natürlich, wenn man schon nach den ersten 2 Sekunden irgendwie die Markenfarbe oder die Schriftart erkennt und das sofort zuordnen kann, ist das natürlich sehr hilfreich. Und starke Impulse helfen auch, also besonders humorvolle Sprüche, besonders überraschende Inhalte, gerne auch starke Farben, die Aufmerksamkeit erregen. All das ist natürlich besonders hilfreich. Und unsere Empfehlung ist, dass sich die DOH-Spots in der Länge auf 5 bis 15 Sekunden beschränken sollen, weil im Alltag, in der Realität ist die Aufmerksamkeitsspanne eben oft nicht länger und dann müssen wir die Botschaft in dieser Zeit rüberbringen. Genau, das wäre schon von meiner Seite ein kleiner Ausflug in die Planung. Anna, vielen Dank, das war super. Vielen Dank für den Überblick. Sehr gerne. Ich denke, das, was übrig bleibt für uns, ist natürlich
genau drauf zu schauen, wie die Leistungswerte ausschauen, genau drauf zu schauen, was wird gebraucht für die Kampagne und dann wirklich auch individuell zusammenzustellen, was tatsächlich auch genutzt wird. Und das Angebot der Marktforschung kann ich hier nur noch einmal wiederholen oder auch einbringen, denn wir sind sowohl im Pre-Testing als auch im Post-Testing natürlich unterwegs. Und die Frage, wie wird ein Motiv gestaltet, damit es wirklich optimal funktioniert, ist aus meiner Sicht außer dem mediatechnischen Handwerk, das wir haben, wirklich eine der entscheidendsten Fragen. Und es lohnt sich wirklich, da ganz besonders drauf zu schauen und da noch einmal das Augenmerk darauf zu richten, um es zu optimieren. Wir helfen da auf jeden Fall gerne dabei. Und wenn Sie Fragen dazu haben, dann gerne jederzeit.